kommentiert, unzensiert und mit viel Humor präsentiert. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge und zu einer brandneuen Aufnahmesession von Let's Play Ark Survival Evolved, wo wir uns in der letzten Folge unseren ersten Flugsaurier mit dem wundervollen Namen Petersilie gezähmt haben. Und ich wollte mal eben ganz kurz bei der Gelegenheit kurz schauen, hat der Kleine schon, nein, der Kleine hat noch nicht gelevelt, aber es müsste jeden Moment soweit sein. Gekackt hat er auch schon, das ist formidabel, ich warte mal eben kurz. Ich möchte mal eben kurz warten, bis er gelevelt hat, dann können wir das eben kurz machen und dann erzähle ich, was wir die heutige Folge denn so vorhaben. So, mach jetzt mal hinne. 99,5, 99,6, na komm schon, 0,7, 0,8, 0,9. Und er hat gelevelt. So, ich mache noch mal ein bisschen auf Gewicht. Ich mache noch mal ein bisschen auf Gewicht. Wir wollen ja schließlich später auf ihm reiten. Und dafür muss er eben halt auch eine Menge Gewicht tragen. Ja, da freust du dich, ne? Naja, auf jeden Fall hatte ich für die heutige Folge mir vorgenommen, dass wir endlich mal mit der Base anfangen. Und das, wenn es geht, dort hinten an diesen Wasserfall, wo wir uns in einer vergangenen Folge ja schon mal aufgehalten haben. Bevor wir jetzt aber dorthin gehen, möchte ich noch mal eben ganz kurz wichtige Dinge mitnehmen, und zwar aus unseren Kisten hier. Ich glaube, von den Sachen brauchen wir nicht unbedingt mega viel. Ich sortiere auch mal kurz ein paar Sachen raussortieren. Ich habe keine Ahnung. Komm, hier, das Ding kann weg. Das Teil behalte ich einfach mal. Was haben wir denn hier drin? Oh ja, eine ganze Menge Holz und andere Ressourcen, die brauchen wir natürlich. Ich muss nur gucken, dass wir nicht überladen sind. Wird es uns hier irgendwo angezeigt? Ich weiß es gerade nicht. Leder, Holz. So, Steine sind natürlich immer sehr schwer. Können wir uns noch bewegen? Wir können uns natürlich nicht mehr bewegen. Das war ja wieder klar gewesen. Pass auf, dann packe ich mal die Steine weg. Das Holz? Kann ich mich jetzt... Ich kann mich immer noch nicht... Alter! Mann, Junge, was ist denn los mit dir? Was kann ich denn mal wegpacken? Pass mal, hier, Eisen packe ich mal weg. Das brauchen wir, glaube ich, nicht so unbedingt. Sonst noch irgendwas? Leder. Kann ich das irgendwie teilen? Geht das? Da ist gerade das Feuer ausgegangen. Fallen lassen, übertragen. Stapel teilen. Eines abteilen, halbieren. Ich mach mal halbieren. Ach, hier ist der andere Haufen. So, ich glaube, geht. Nee, gehen können wir. Alter, das ist doch echt nicht dein Ernst, ey. Dann lass mir das Leder erstmal hier. Ich lasse es eigentlich echt ungern hier. Nee, warte mal. Das Leder nehme ich mit. Die Beeren packe ich mal weg. Wir haben ja noch ein bisschen Fleisch dabei. Das kann doch echt nicht angehen, Mensch, Junge. Ist das Leder so schwer oder ist es das Holz? Es ist das Holz, okay. Und wenn ich die Beeren jetzt wieder reinpacke? Wir sind direkt wieder überladen, sobald wir 28 Beeren mitnehmen. Das ist einfach zu viel, das ist einfach zu viel verlangt. Ich kann den Typen schon verstehen. So, Feuer ist aus. Ich check nochmal kurz die Lage, sieht aber alles gut aus. Du kommst jetzt mit, ne? Wie kann ich denn hier nochmal Befehle? Ich möchte ganz gerne eigentlich verhalten. Befehl folgen, aktivieren. So, kommst du mit, Petersilie? Wir gehen jetzt auf eine kleine Reise. Ja, da fliegt er auch schon direkt los. Sehr schön, ich freue mich. Ja, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, hat man das eigentlich noch gesehen? Hat man das eigentlich noch gesehen gehabt? Wie ich dort hinten nämlich gewesen war am Wasserfall. Ich glaube, das hat man noch gesehen. Weil der eine oder andere hat es ja vielleicht mitbekommen. Mir ist ein bisschen Material abhanden gekommen. Willst du mich eigentlich verarschen? Haben wir nicht nach dem in den letzten paar Folgen richtig lange gesucht? Mir war doch irgendwie so gewesen, ne? Und jetzt tanzt er uns hier vor der Nase rum. Das ist ja heute nicht zu glauben. Naja, auf jeden Fall ist mir ein bisschen Material abhanden gekommen, weshalb hier und dort die Folgen nicht ganz übereinstimmen. Ich musste hier und dort ein bisschen was rausschneiden, weil es dort mega geleckt hat. Und ich schaue gerade auch immer sehr verdächtig auf OBS rüber. Kannst du mal aufhören, mir Luft herzufächeln? Es ist sehr angenehm, aber irgendwie auch nervig. Nee, ich schaue immer ganz verdächtig immer so auf OBS rüber. In der Hoffnung, dass uns das nicht normal passiert. So, wer kommt denn dort entgegengelaufen? Hallöchen, na? Du guckst uns nur blöd an, hm? Schnucki? Was denn los? Hier, kriegst einen Arschklatscher. Klatsch. Okay, heute klatscht der Arsch wohl weniger. So, du bist mir friedlich gesonnen, hoffe ich mal. Da lief doch noch irgendwo, genau. Guck mal, da läuft er auch schon. Vor dem möchte ich mich natürlich ein bisschen in Acht nehmen. Greift er eigentlich die Großen an? Wie ist das eigentlich? Macht der sowas?
Oder sind die wirklich so darauf getrimmt, dass sie wirklich nur Viecher in ihrer Größe angreifen? Was so ein bisschen nerven tut das ja schon wieder um uns rumfliegt. Aber leider müssen wir ihn ja Gottes irgendwie mitnehmen. Es tut mir wirklich leid, liebe Freunde. Ich habe ja auch schon tatsächlich drüber nachgedacht, falls es jetzt nochmal passieren sollte, dass die Aufnahme wieder am Rumlängen ist, dann sehe ich mich leider Gottes wirklich dazu gezwungen, das Let's Play abzubrechen. Es tut mir wirklich leid, aber es sieht dann wohl danach aus, dass wir das dann wirklich machen müssen. Also wenn es wieder laggen sollte, kann auch sein, dass es wirklich mal eine einmalige Sache gewesen war. Aber wenn das Ganze öfters vorkommen sollte, dann macht das einfach keinen Sinn mehr, das aufzunehmen. Und auf der PS4 möchte ich das nicht spielen, weil es dort einfach... Ich sage es mal ganz vorsichtig, auf der PS4 sieht arg scheiße aus, möchte ich wirklich sagen. Es ist alles mega verpixelt und matschig und... Also die Grafik sieht sehr matschig aus, deswegen, das möchte ich euch wirklich nicht antun. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Da würde ich lieber ein bisschen Forest weiter zocken. Da habe ich auch wieder richtig Bock drauf. So nach einer kleinen Pause und wieder ein bisschen Forest, hätte ich echt Lust drauf. Ne, was sagst denn du dazu? Der sagt nicht viel, der bleibt einfach nur stehen. Der ist total geschockt von meiner Aussage. Wie kein Arg mehr. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt so im Sommer, ne, wo es draußen sehr heiß ist, wäre das schon geil, mit so einem Flugsaurier-Nacken durch die Gegend zu gehen, ne? Ich meine, dir wird immer schön Luft entgegengefächelt, dir ist immer schön kühl, das muss doch eigentlich angenehm sein, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Hättet ihr denn gerne einen Flugsaurier im Sommer, der euch immer Luft zufächelt? Wie wäre das so? Am besten so einen fetten Archaeopteryx da irgendwie, sowas. Hm? Den kannst du auch mit ins Haus nehmen, der ist ja ganz hauszahm, ist gar kein Problem. Den musst du vielleicht nur wieder mal einen Fisch kaufen vom Edeka, damit er auch ein bisschen was zu essen hat. Aber ansonsten, ein schön Hausflugsaurier. Warum denn nicht? So, ich komme ja eigentlich auch rennen. Warum renne ich eigentlich nicht? Ich bin dumm. Aber das ist ja schon bekannt. Wir laufen über grüne Wiesen. Da würde ich jetzt am liebsten wieder die Titelmusik vom... Der driftet ja wieder durch die Luft hier. Guckt euch das mal an, pass mal auf, gleich kommt er wieder so... Macht er gleich wieder. Da, guckt... Der ist voll am Rumdriften. Finde ich voll... Alter, das ist doch gut, Schnuckelchen, hm? Guck mal. Boris würde sich jetzt freuen. Ich weiß nicht, Boris, wenn du zuschaust, es ist mir eine große Freude. Alter, Junge, beruhig dich mal bitte, ja? Beruhig dich. Das sieht so spastisch aus. Jetzt habe ich meinen Bildschirm angespuckt. Igitt. Vor allem, ich weiß auch nicht, wie er das schafft, so seitwärts zu fliegen. Das würde mich auch echt mal interessieren. So, jetzt sind wir ein bisschen erschöpft. Jetzt kann ich leider nicht mehr rennen. Huch, da gab es kurz einen kleinen Leck. Und wir haben mal wieder geschissen. Ja, Mensch, da freue ich mich ja. Meine Güte. Guten Tag, der Herr. Na? Der guckt auch sehr, so richtig, weiß ich nicht, wie ich das jetzt, unauffällig, er schaut da so richtig unauffällig so um Stein so, warte mal, pass mal auf. Oh, ist er gar nicht mehr da? Ich wollte jetzt eigentlich sagen, hallo Ibims, ein Slanghals, aber ja gut, der hatte wohl keinen Bock mehr. Was denn mit dir, hm? Hältst du noch durch? Ja, der hält nur durch, gar kein Problem. So, wo ist unser Dickwams? Na? Wiesen. Alles fit im Schritt? Naja gut, Luft ist da ja genug, glaube ich. Wo war das denn? Ich glaube, wir müssen noch ein ganzes Stück, ne? Das müsste hier eigentlich hinter diesem Berge sein. Alter, ist doch gut, hör auf, hier durch die Luft zu driften, Mensch. Was ist denn los mit dem, Alter? Der ist echt so irgendwie ein bisschen hyperaktiv oder sowas. Man merkt auf jeden Fall, da waren super Programmierer am Start gewesen. So, da unten laufen wieder ein paar Pferde rund, laufen wieder ein paar Pferde rum. Ich frage mich ja gerade, wie kann man die eigentlich zähmen? Wie geht das? Die müssten ja eigentlich mit Gras. Mit Gras? Pferde fressen doch eigentlich Gras, oder nicht? Also Weed, ne? Also so eine Pflanze daneben halt, ne? Gibst du dir so einen Joint, dann hast du sie gezähmt. Ist doch völlig klar. So zähmt dann Pferde. Gib ihnen einfach einen Joint. Einfach so einen Joint in die Nase stecken. Gar kein Problem. Das muss schon ein dicker Joint sein, weil Pferde haben ja immer so riesige Nasen. Ich laber heute wieder einen Riesenhaufen Scheiße. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Boah, das sieht schon krass aus. So im Gegensatz zu den Triceratops hier.
wie groß die Dinger einfach sind, ey. Das ist schon... Was hast du denn jetzt? Ach, wurde der gerade von dem... Der wurde von der Urente angegriffen. Alter, haust du mal ab? Das soll ich nicht zu glauben, scheiße. Ach, der hat mir meinen Wassersack geklaut, Alter. Oh, was ein Arsch. Ja, klar, jetzt auch mal noch mein Fleisch, natürlich. Oh, was für Arschgesichter. Ich versuche gerade wegzulaufen. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Wo bist du denn? Ja, komm mal her. Ja, toll, habe ich meinen eigenen... Ist doch echt nicht zu glauben. Da habe ich jetzt meinen eigenen... Ist es dein Ernst? Halten zum Bowler entfernen. Ach, hier. Ja, du sollst ihn entfernen. Alter, jetzt klaut er uns unser ganzes Zeug, Mann. Wie unfair. Das macht man nicht. Das ist unhöflich. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Angriff der Urenten. Nee, da fliegt er hinweg. Nee, da ist er noch. Oh, so Mistvieh, hau doch ab, Mann. Hör auf, mir mein Fleisch zu klauen. Das klaut er sich auch so einfach aus der Tasche, so. Das kann der. Das ist gar kein Problem. So, dort hinten wollen wir auf jeden Fall hin, zum Wasserfalle. Dort würde ich eigentlich auch mal ganz gerne hingehen. Was läuft denn da unten? Kann das Vieh jetzt auch mal abhauen? Wo ist denn unser... Wo ist denn Petersilie? Hau doch mal ab. Wo ist denn Petersilie? Da hinten kommt er angeflogen. Schnapp dir den mal. Hol ihn mal runter von oben. Der haut auch nicht ab, das Mistvieh, ne? Das haut einfach nicht ab. Unglaublich. So, wir brauchen auf jeden Fall was zu trinken. Das können wir hier gleich im Flusse machen. Und ich möchte mal eben ganz kurz zu diesem Kristall oder was das da ist hinschauen. Ob wir uns dort irgendwelches Loot rausholen können. Das wäre sehr schön. Ich würde mich sehr freuen. Was ist das denn? Dino-Kacke oder was? Das hatten wir doch schon. Dino-Knochen. Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Hau ab, du Drecksvieh. Alter. Kann er sich jetzt mal bitte verpissen? Der greift einen Flugsaurier an, Alter. Der greift Petersilie an. Ich finde das nicht gut. Ja! Ja, Petersilie. Ja! Yeah! Ja, er hat ihn mit seinen starken Gewürzen niedergestreckt. Oh, gut. Geil, Alter. Oh, der liegt da. Ah, so ein Drecksvieh, Alter. Haha, ich freue mich. Schön. Ja, ist ja gut. Du kriegst ja gleich dein. Wir sind schon wieder überladen. Kann das sein? So, jetzt habe ich natürlich nicht in sein Inventar geguckt, ist mir jetzt aber relativ egal. So, wir wollen jetzt dorthin. Wir brauchen was zu trinken und uns ist kalt. Du verhungerst. Ja, Mensch. Jetzt geht dieses Gestöhne schon wieder los. Und Petersilie nervt auch schon die ganze Zeit, indem er immer die ganze Zeit gegen mich hinfliegt. Gegen mich hinfliegt? Gegen mich fliegt. So, dann trink doch mal. So, getrunken haben wir. Und... Der hat uns jetzt ernsthaft alles an Fleisch geklaut, außer das Rohe. Wirklich? Ist das jetzt dein Ernst? Ey, das ist doch nicht mehr normal, wirklich. So, eine Kiste, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, Bett? Ein Schild? Komm, nehmen wir einfach mit. Gar kein Problem. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist sehr schön. Oh, manchmal regt die Spiel echt auf. So, irgendwas zum Weglegen, Holz vielleicht. Ah, ich muss das ja anders weglegen, ne? So. Schwimmt das eigentlich? Es schwimmt nicht, okay. Ja, du kriegst ja gleich dein Futter. Haben wir noch Bären jetzt gehabt? Wir haben natürlich keine Bären, ist doch klar. Dann sammle ich mir eben kurz welche. Wenn ich mal die Axt aus der Hand nehmen könnte. Dankeschön, so. Ein paar Bären sammeln, ein paar Stimulanzbären, die uns ein bisschen in Stimmung bringen. Alter, ich bin hier gerade voll am Verrecken. Das kann auch echt nicht wahr sein. Wegen so einem blöden Vogel, Alter. Ja, beruhig dich mal. So. Ein paar Beeren verzehren und mich danach im Busch entleeren. So, geht der Hunger jetzt wenigstens hoch? Ein bisschen. Na, ganz toll. Eigentlich müssten wir jetzt noch ein bisschen weiter sammeln. Rohes Fleisch haben wir noch, habe ich ja eben im Inventar gesehen. Das können wir uns eigentlich gleich mal braten. Ich werde hier zwischendurch nebenbei nochmal ein paar Beeren sammeln. Wir hatten noch 15 Fleisch oder sowas. 15 schönes gebratenes Fleisch hatten wir. Dann kommen diese Drecksvögel um die Ecke und oder der Drecksvogel und müssen uns das ganze Zeug klauen, Alter. Das ist doch echt unfassbar.
Ich fress einen Föhn, liebe Freunde. Ich fress einfach einen Föhn. Das ist doch echt nicht zu glauben. So. Aber unser Petersilie hat ihn natürlich erfolgreich niedergeschreckt. Da freue ich mich sehr drüber. So. Da wären wir auch eigentlich schon. Hunger ist da. Wir brauchen gleich auf jeden Fall mal ein Lagerfeuer. So kann es jetzt mal aufhören. Ja, Alter, der ist doch nicht. Dieses Spiel manchmal, ne? Es ist doch recht unfassbar. So, komm mal her. Komm mal her. Verhalten. Befehl folgen, deaktivieren. So. Sucht er sich jetzt einen Landeplatz? Ja, genau, bleib da mal sitzen. Ich futter noch mal eben kurz was. So. Und eigentlich brauchen wir jetzt direkt mal kurz ein Lagerfeuer. Kann ich mir? Natürlich kann ich es nicht, weil uns fehlen wieder Steine, ist doch klar. So, Steine, Steine, geile Steine. Finde ich hier die Teile. Ach nee, Steine bekommt man ja mehr, wenn man hier mit, ne? So war das doch irgendwie gewesen. Ja, da sind sie doch. Super. Wahrscheinlich sind wir gleich wieder überladen. So. Einmal ganz gerne das hier. Brauchen wir noch irgendwas? Haben wir schon Schuhe? Schuhe haben wir schon. Haben wir? Das haben wir noch nicht. Das können wir uns eigentlich mal eben kurz machen. Was ist das denn? Parasaurus-Sattel. Ach so, ja, kennen wir ja schon. Den können wir uns eigentlich auch nochmal irgendwann zähmen, ne? Pfeile. Bogen wären eigentlich nicht schlecht. Das können wir uns eigentlich mal herstellen, ne? So, jetzt aber erst einmal Lagerfeuer. Das packe ich mir mal hier, ne, bei Petersilie packe ich das mal hin. So. Inventar öffnen. Einmal ein bisschen Holz hinein. So. Hohes Fleisch und Feuer entzünden. Sehr schön. Und so, einmal das hier. Und dann ziehe ich ihm nochmal ganz kurz das hier an. So, dann haben wir auch schöne Handschuhe. Ja, hier würde ich eigentlich ganz gerne bauen. So, am besten mitten im Wasser wäre das eigentlich ganz cool. Oder bauen wir vielleicht neben dem Wasser? Oh, Hallöchen, na? Neben dem Wasser oder im Wasser ist jetzt natürlich die Frage. Guck mal, da hinten ist noch dieser komische Turm, sieht man ihn. Vielleicht doch lieber neben dem Wasser, oder? Oder so halb ins Wasser rein, wäre auch geil. Ich weiß es noch nicht. Ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal an. Können wir uns... Wir können natürlich, weil wir jetzt kein Holz mehr haben, weil wir das Rest gerade alles da rein verpulvert haben. So, Bäume. Bäume, Bäume sind dort hinten. Ja, das wird das große Problem sein. Die Bäume. Das wird noch eine Sache sein... Die wird uns viel beschäftigen. Bäume. Was ist das denn? Kartoffelpflänzchen oder was ist das? Ich glaube, das waren irgendwie Kartoffelpflanzen oder sowas. Kann man damit vielleicht Pferde zähmen? So, ich hoffe aber, dass die auch schnell genug nachwachsen. Aber müssten sie auch eigentlich. Hoffe ich zumindest. Weil sonst haben wir ein Problem. So. Bäume selber anpflanzen wäre auch super. Oh, hier ist ja auch noch ein Wasserfall, ne? So ein kleinerer. Stimmt, das war der mit der Höhle, ne? Wo ich mich dann gerade frage... Wäre auch cool, ne? Guck mal, hier ist schon wieder so ein komischer Haufen mit Fossilien. Ich weiß gar nicht, wofür oder warum. Wollen wir nicht hier lieber bauen? Wäre doch auch nett, ne? Oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Ich bin immer so unentschlossen bei solchen Sachen. Also hier ist eine schöne gerade Fläche, meine ich. Es ist auf jeden Fall, es würde sich auf jeden Fall anbieten. Da hätten wir so einen kleinen Unterstand, wo wir noch ein paar Sachen drin verstecken könnten. Es wäre auch cool, ne? Es wäre natürlich auch cool. Weißt du was? Ich finde das eigentlich ganz gut. Guck mal, da ist sogar so ein Eisenstein. Die werden jetzt sicherlich auch immer respawnen. Können wir schon bauen? Geht das? Das geht tatsächlich. Natürlich aber keine Fundamente. Wir können alles bauen, außer Fundamente und Lagerfeuer. Was brauchen wir denn dafür? Holz. Natürlich. Was auch sonst. Die brauchen mal so viel Holz, Mann. So, da oben waren ja noch ein paar Bäumchen gewesen. Wir sind schon wieder bei 19 Minuten. Nein! Och, Mann. Da wollte ich heute eigentlich anfangen mit der Base, aber ja, gut.
Dann kam dieser blöde Vogel uns in die Quere und dann, ja, werden wir das leider wohl in der nächsten Folge angehen. Dafür haben wir heute einmal geschissen. Das ist doch auch eine tolle Sache, oder nicht? Also ich finde das gut. Einmal schön in die Walachei geschissen. Das ist eine Sache, das ist so eine Lebensaufgabe von mir gewesen, weißt du? Einmal in die Walachei scheißen. Habt ihr denn schon mal in die Walachei geschissen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, wir sind überladen. Und ich wette, wir werden jetzt leichter, wenn wir nicht plötzlich so ein Fundament bauen. Natürlich werden wir leichter. Klar. Kann ich das nochmal bauen? Ich glaube, das kann ich nicht nochmal bauen. Nee, kann ich auch nicht. Aber wir haben wieder ein Level Up erfahren. Ich würde sagen, wir machen mal auf Gewicht, weil wir es gerade brauchen. Sag mal, Bogen. 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 Warum kann ich den Bogen nicht... Ach, weil wir nicht... Doch, haben wir haben genug Punkte. Warum kann ich den Bogen nicht machen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Komisch. Ichthyosaurus-Sattel. Klar, weil du auch mit Level 13 einen Ichthyosaurus tamst. Das ist keine Frage, das macht jeder. Das ist ganz normal. Ich gucke gerade, ob es hier eine Leiter können wir vielleicht auch nochmal gebrauchen. Holzrampe, ja, warum denn nicht? Gut. Dann würde ich eigentlich mal sagen, ich verabschiede mich dann erstmal von dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss, euer Tobi.